In the Age of Chaos, two factions battled for dominance. The Kingdom of Azeroth was a prosperous one. The humans who dwelt there turned the land into a paradise. The Knights of Stormwind and the clerics of Norsha Abbey roamed far and wide, serving the king's people with honor and justice. The well-trained armies of the king maintained a lasting peace for many generations. Then came the Orcish Hordes. No one knew where these creatures came from, and none were prepared for the terror that they spawned. Their warriors wielded axe and spear with deadly proficiency, while others rode dark wolves as black as the moonless night. Unimagined were the destructive powers of their evil magics, derived from the fires of the underworld. With an ingenious arsenal of weaponry and powerful magic, these two forces collide in a contest of cunning, intellect, and brute strength, with the victor claiming dominance over the whole of Azeroth. Welcome to the world of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Warcraft Orcs and Humans. Ja, das allererste Warcraft-Spiel, das damals vor Äonen rauskam, 1994, das ist jetzt, über 20 Jahre her, muss man es mal reinziehen. Hier so eine kleine Demo über die Grafik, die wir halt dann im Spiel haben. Es ist halt alt, es ist sehr pixelig, hat eine sehr, sehr alte Steuerung. Ich werde oft über die Steuerung fluchen, ich weiß es. Und, ihr habt es euch gewünscht, ihr habt ja die Möglichkeit, unten in der Videobeschreibung an einer Umfrage teilzunehmen, was denn das nächste Retro-Let's Play werden soll. Beim letzten Mal habt ihr euch halt gewünscht, Warcraft, Orcs and Humans. Und deswegen sind wir dann jetzt hier, starten einfach mal ein neues Spiel. Wir machen Singleplayer, machen wir zuerst die Orc-Kampagne. Ich habe überlegt, machen wir zuerst die Menschen-Kampagne, aber machen wir die Orc-Kampagne. Und dann gucken wir mal. Ne, es nimmt sich sowieso nicht so viel. Ist beides relativ gleich lang, weil es im Prinzip bei beiden die gleichen Kampagnen sind, nur ein bisschen anders storytechnischer Hintergrund. Storytechnisch bewegen wir uns quasi im sogenannten Ersten Krieg in der Warcraft-Lore. Ne? Die Orks sind gerade erst durch Gul'dan und auf der anderen Seite von Medivh, halt, die das Portal geöffnet haben auf beiden Seiten, sind die Orks quasi gerade in Azeroth eingefallen und die Leute in Azeroth wissen halt nicht, woher kommen auf einmal die Orks, sie waren auf einmal da und blub und gedöns. Ne? Und ja, wer es halt nicht kennt, hat in der Warcraft Lore nicht aufgepasst. So, jedenfalls Ork-Kampagne, wollen wir starten. Constructed these six farms so that we may keep our troops well fed and ready to do battle. Only a fool would leave his treasures unguarded, so you must also build a barracks for the defense of these farms. Ja, das ganze Spiel ist übrigens auch auf Englisch, weil es ist Blizzard und uralt. Damals gab es noch nicht so viel Lokalisationsgedöns. Erste Mission ist: Wir sollen 6 Farmen errichten, hat uns ein gewisser Herr Blackhand gesagt. Und, wir haben hier unsere kleinen Orks. Wir fahren das hier Move. Mit M können wir dann hier bewegen. Das ist nicht einfach mit dem Rechtsklick hier. Mit dem Rechtsklick mache ich hier so ein Dingens hier. Kann ich mich hier auf den Ort hier gerade hinbewegen. Ich glaube, das war anders, wenn man damals noch eine dreitastige Maus hatte. Mit der mittleren Maustaste passierte nichts. Das wird hier nicht erkannt. Dann versuche ich jetzt mal irgendwie so andersweise hier was zu erklären. Wir haben hier unseren Peon, der kann für uns hier irgendwas bauen, wenn wir so unbedingt möchten. Hier können wir eine Farm bauen. Haben wir schon eine von vielen. Wir müssen das immer an Wegen bauen. Das ist ähnlich wie bei Siedler und ähnliches. Ohne Wege läuft halt nichts. Ne? Und mal gucken, was daraus wird. Es ist für mich Nostalgie pur. Also das Spiel ist für mich schon so alt einfach nur und habe vor Äonen gespielt, also wirklich, wirklich vor Äonen, noch länger her als so manch anderes Spiel, wo ich sage, es ist vor Äonen her. Also es ist, ne? Jedenfalls sollen wir angeblich jetzt auch in den Sümpfen des Elends sein, also für diejenigen, die sich halt im World of Warcraft auskennen, wissen dann so ungefähr, wo wir uns befinden. Und dementsprechend, ne, wir sind irgendwo mitten im Nirgends und bauen halt dort unsere kleine
Dingens auf. Gucken mal, was daraus wird. Wir können auch, glaube ich, können wir nicht die Geschwindigkeit ein bisschen schneller machen? Ja, aber zu schnell ist auch nicht auch verkehrt, weil dann komme ich derzeit noch nicht hinterher. Ne, es ist zwar jetzt noch nicht so schnell, aber man weiß ja nie, was dann plötzlich so daherkommt. Und ich kann halt hier jetzt noch nicht so schnell agieren, weil für mich ist es wirklich lange, lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und naja, mal gucken. Wird bestimmt super. Ne, dann kannst du hier nochmal ein bisschen Holz abfahren, das ist hier drüben. Und ja, in der Zeit müssen wir halt weitere Peons bauen. Haben dann auch kein Gold mehr. Aber Hauptsache ist, wir kommen dann so andersweise an all das Zeug, was wir halt brauchen, um hier dann irgendwie zu überleben. Wir müssen halt auch eine Kaserne bauen, um dann hier weitere Grunzer zu erstellen, mit denen wir dann hier theoretisch kämpfen könnten, wenn das Wörtchen wendig wäre. Ne? Also wir werden auch durchaus angegriffen, auch schon bei ersten Missionen. Deswegen sollten wir auch nicht so weit weggehen von unserem Haupthaus. Nein, die erste Mission ist ja nicht so schwer. Ne? Baue 6 Stück hiervon und eine Barracks. Aber trotzdem, es braucht halt Zeit. Ne? Gerade halt hier jetzt. Ich mache das tatsächlich mal ein bisschen schneller. Faster, fastest. Do it! Und schon bewegen sie sich halt eine ganze Ecke schneller. Aber ich muss halt auch aufpassen. So, ich könnte hier auch einen neuen Peon bauen. Das Ganze läuft hier bei mir übrigens über eine DOS-Box. Das bedeutet, wenn es hier zu Soundirritationen oder ähnliches kommen kann, liegt halt eine DOS-Box. Kann ich nicht ändern. Ist so alt, es läuft normal nicht mehr unter Windows. Kannst machen, was du willst. Ja. So, deinen nächsten Peon. Die Farms brauchen wir übrigens halt dafür, um halt weitere Einheiten bauen zu können. Steht halt, wir können halt 9 maximal haben. Wir haben derzeit 7 Einheiten, die wir halt hier verbrauchen. Ich glaube, ich habe bis zum Maximum von 50, wenn ich mich nicht irre. Du kannst hier mal eine weitere Farm bauen. Bist du mal beschäftigt? Bauen wir einen weiteren Peon. Und dann mal gucken. Das wird bestimmt super. Wenn nicht, dann nicht. Ja, und da ist die Goldmine schon hin. Das heißt, ich mache mal kurz hier wieder andere Geschwindigkeit. Müssen wir hier tatsächlich mal auf Goldsuche gehen. Können wir hier auch einfach auf Minimap hier irgendwas machen. Aber nicht sehr empfehlenswert, weil man weiß ja nie, was da so noch alles lauert. Hier, holz mal den Wald hier weiterhin ab. Jetzt kann ich hier nochmal ein paar Bauern bauen. Ich kann auch nicht irgendwie eine Warteschleife bauen oder sowas. Es ist halt wirklich sehr, sehr alt, das Spiel. Damals gab es sowas wie Warteschleifen und ähnliches noch nicht. Da hast du halt dich schon gefreut, wenn du irgendwie schnell genug warst, um irgendwas zu erstellen. Ich bin das meistens nicht gewesen. Aber na gut. Schauen wir mal, das wird bestimmt noch großartig. Hoffe ich. Einer von denen hier kann hier vielleicht nochmal eine Farm bauen. Ne, einfach direkt am Weg. So, und der andere hier, der hilft hier nochmal beim Abholzen. So, wie sieht's mit euch aus? Ihr habt immer noch nichts. Wie war das hier? So war der Rahmen. Irgendwo hier muss doch irgendwo nochmal eine Goldmine sein, oder nicht? Kann doch nicht die einzige Goldmine hier im Spiel sein. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht tun. Halt immer aufpassen, nicht, dass hier plötzlich noch irgendwie gegnerische Einheiten hier rumlaufen. Hier haben wir die Sümpfe. Sehr grünes Wasser. Ist halt Sumpf, ne? Ist halt voll normal. Aber das Spiel habe ich damals bei meinem Onkel mal gesehen. Dachte mir so, was ist denn das? Und so bin ich halt damals halt in Warcraft 3 hier eingestiegen. So ein scheiß Bogenschütze. Er tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Weil sonst wären die jetzt zu unserem Dorf gekommen. Ja, ein Ork ist tot. Also das ausgeklügelste Kampfsystem für die damalige Zeit auf jeden Fall. Ne, damals hatte es halt noch keine Automatismen für irgendwas. Damals warst du froh, wenn du alles selber irgendwie machen konntest. Wie gesagt, es gibt keine Einheiten, Warteschlangen, Gedönsdinger, die das alles für dich bauen hier, je nachdem wie du lustig bist. Sondern musstest du halt selber halt immer dran denken, ach Mensch, da ist jetzt irgendwie was fertig geworden oder er müsste eigentlich fertig geworden sein. Ne, und halt dementsprechend halt musste agieren können.
Nicht so wie heutzutage bei StarCraft. Bei StarCraft kannst du irgendwie fast alles hier über Tastatur regeln und fertig ist. Du kannst sie ja auch, aber halt auf einem ganz anderen Level. Wenn heutzutage macht so alles irgendwas automatisch für dich. Und hier musst du halt noch irgendwie selber nachgucken. Ja, ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das heißt, ich brauche hier mal ein paar Bauern. Ein paar Peons. Die dann mal bitte hier gucken, wo hier Gold ist. Und dann mal gucken. Weil sonst wusste ich jetzt nicht, wie ich jetzt hier an Gold komme, um jetzt weitere Farmen zu bauen. Ich brauche weitere Farmen. Dabei spiele ich gar keinen Farmville. Also es fängt auf jeden Fall schon gut an. Ihr seht es. Das nur, weil ich hier 6 Gebäude bauen soll. Wohin soll das noch führen? Und die hier laufen wahrscheinlich jetzt gleich in eine Falle oder sowas. Ich suche doch nur Gold. Für Gold und Ehre. Nein, Ehrenpunkte gibt es hier nicht. Da, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Bist du? Du bist eine Goldmine. Sehr schön. We're being attacked. Oh no. Wo ist denn hier? Da ist er. Mal sehen, ob er es schafft, hier den zu töten. Du läufst mal in der Zeit irgendwo dahin. Machen wir hier so ein. Genau, sowas hier, einen Rahmen. Auf den mal entgegen oder sowas. So, und jetzt. Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Komm schon, das schaffst du. Yay! So. Das heißt, ihr da wollt jetzt bitte weitermachen. Ich weiß, sie haben eigentlich Gold schon dabei, aber man weiß ja nie. So, das heißt, ich müsste eigentlich als nächstes eine Barracks bauen. Weil sonst habe ich keine Soldaten mehr, die hier irgendwas verteidigen können. Und das ist dann natürlich sehr, sehr doof. Versteht sich, ne? Das heißt, du da, bei Gelegenheit. Was brauchst du für eine Barracks? 600 Gold. Gut, dann müssen wir noch warten, bis zwei von den Deppen ankommen, beziehungsweise gleich noch einer. Und dann können wir dann anfangen, die Barracks bauen. Wir können auch hier von den Lumber-Dingern hier mal einen hier wegschicken. Oder vielleicht sogar zwei. Bei Holz haben wir eigentlich sehr, sehr viel für unsere Verhältnisse. Machen wir hier. Und du dasselbe. Ich könnte natürlich jetzt schneller stellen, bevor jetzt irgendwie hier wieder große Attacke im Anmarsch ist. Weil die KI ist auch schon durchaus so gestrickt, dass halt auch im ersten Kapitel hier schon ankommt und sagt, hey, wir töten dich. Alle, die du gern hast. So, dann warte mal. Einmal hier eine Barracks bauen. Und nebenbei hier mal ein bisschen Weg erweitern. Weil ohne Weg ist schlecht. Ein Weg kostet auch schon 50 Gold. Was eine ganze Menge ist. Aber Hauptsache ist, wir kommen dann gleich wieder an Soldaten. Und ohne Soldaten können wir uns nicht verteidigen. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Und auch hier, ne? Das ist das typische Strategiespiel. Es gibt in der Kampagne halt Missionen, da sollst du halt einfach nur irgendwas fertigstellen. Und wenn du das fertiggestellt hast, dann kannst du dich schon Keks freuen, weil alles weitere interessiert das Spiel nicht. Ob du jetzt den Gegner wirklich besiegt hast, das ist egal. Hauptsache ist, du hast halt das Missionsziel erfüllt. Ne? Angenommen, ich habe jetzt hier noch 2 Farmen gebaut, dann reicht das dem Spiel. Theoretisch.
Wie viel brauchst du für eine Farm? 500? Na, passt mal Zeit. Dann machen wir auch lieber gleich nochmal einen Grunzer. Und sind damit lieber auf der sicheren Seite, anstatt dass hier alles zugrunde geht, nur weil ich mich dazu entschieden habe, lieber die Mission schneller zu beenden. Muss ja auch nicht sein, ne? Ich glaube, ich kann ein bisschen schneller stellen. Faster. Ist ja fast kein Unterschied. Dann machen wir doch nochmal wirklich schnell. So. Den Notfallgrunzer hier. Ich kann auch noch keine Hotkeys belegen oder so ähnliches. Also halt hier die Gruppe hier dann gleich Zahl 1 zuweisen oder sowas. Sowas geht nicht. Leider. So, dann hoffe ich mal, dass hier jetzt gleich genug Gold reinkommt, damit ich ihn hier zur Farm bauen schicken kann. Kommt auch schon angerast. So, und du hier baust dann gleich die letzte. Ne, die Grundzahl halt nur für den Fall eines Falles, dass ich gleich angegriffen werde. Ach, dann kannst du das sogar machen. Wenn genug Gold vorhanden ist. Not enough gold. So, jetzt aber. Letzte Farm, letzte Farm. Mal sehen, ob Blackhand dann zufrieden ist. Bestimmt. Yay, ich bin siegreich. Dann speichern wir doch erstmal. Hier habe ich getestet. Hier können wir jetzt nochmal machen. Hier. Let's play. Play. Getöns. Englische Tastaturen. Keine Ahnung, wie ich hier ein Öl mache. Getöns. So. Let's play Getöns. Passt. Enter. Yeah! For the Horde!